Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trails of Cold Steel 4. Beim letzten Mal sind wir in der Nähe von Crossbell angekommen und zwar mit Hilfe der Bobcat oder zumindest der zweiten Bobcat. Die erste wird anderweitig verwendet aktuell. Ich dachte schon, die wurde irgendwie zerstört oder sowas in die Richtung. Ist mir ein bisschen Sorgen bereitet, aber scheinbar, ja, ist damit dann doch noch alles in Ordnung. Wurden jetzt von Josette hierhin mitgenommen, netterweise. Anscheinend kennt die Alisa. Und so, die verstehen sich wohl ganz gut, keine Ahnung, was da los ist, genau. Sind halt Sachen passiert. Wie auch immer. Wir begeben uns jetzt, denke ich mal, in Richtung Crossbell weiter. Das kann ich hier nochmal vorbeisehen. Ist noch irgendwas Spannendes vielleicht? Wenn da so eine spannende Begegnung wie beim letzten Mal wird es hier wohl nicht geben, aber. Hi. We're supposed to be using this shack for a while, so I thought I'd do a sweep of the place. That's when I noticed something odd. There's not a speck of dust on the bed or the desk. Almost as if someone else was staying here recently. Ooh. I tried looking in one of the storage pots, but all I found were cicadas. It was like a creepy crawly convention in there. I'm gonna have nightmares for a week. I can only imagine. Someone else has been staying here. Should we be worried? There's only one weirdo I can think of who keeps a stash of friggin' cicadas on hand. Oh, soweit habe ich gar nicht gedacht tatsächlich. Das ist der Typ aus, ja. Vom Branch Campus halt, der immer mit Insekten kocht und so, oder? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Ich meine, so viele gibt es nicht, auf die das zutrifft. So, ich schlafe hier mal eben ganz kurz zweimal. Wie es sich gehört. Ja. Alle reden immer von 8 Stunden Schlaf, ist vernünftig und so. Ich sag, nee, nee, die Länge ist gar nicht so relevant, wie ihr denkt. Es geht nur darum, wie oft man schläft. Zweimal braucht man am Tag Schlaf. Und dann kommt es auch gar nicht darauf an, wie lange man schläft. Wenn man, selbst wenn man nur 10 Minuten schläft, solange es zweimal am Tag sind, das ist vollkommen ausreichend, um die CP wieder ausreichend. Was CP, wovon rede ich? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich da immer wieder drüber lustig machen. Ich weiß nicht, wer sich das, ja, wer das für eine sinnvolle Idee gehalten hat, dass man einfach zweimal schlafen kann und damit seine ganze CP dann auffüllen kann. Ja. Anstatt, dass es einfach sofort gemacht wird. Oh. What the hell is that? Ha? Huh? Was ist da? Irgendwas, was ich noch nicht weiß. War das da nicht schon immer? Diese... That Ash is Tangham Fortis. Ja, die haben wir letztes Mal doch schon bemerkt, oder? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. It's the largest of the fortresses they are planning to use in the invasion of Calvert. It was still in construction last time we were here. Looks like it's done now. Ah, das war's. Okay. Ja, ich konnte mich noch vage daran erinnern. Rumor has it. The facility was designed to rival Corellia Fortress in scale. This aid state-of-the-art railway cannons and probably more armaments besides. Tch, hell of a lot of firepower. Das kann man wohl laut sagen, ja, Yuna? You're right, Yuna. I'm fine. There's still time. It wasn't started yet. Wir können das immer noch aufhalten. Vielleicht. Irgendwie bezweifle ich es. Ich habe das Gefühl, das Spiel könnte sogar mit dem Krieg einfach enden. Also, dass der Krieg gerade anfängt, quasi. Also, gerade im Hinblick darauf, dass... ein Calvert Arc sehr gut als nächstes kommen könnte. Aber, ja, keine Ahnung. Da ist eine Tomate. Da ist eine Tomate auf der Straße, Leute. Ist das denn wahr? Ist das denn wahr? Na, die nehme ich mir doch mit. Die schnappe ich mir doch. Tatsächlich, was bist du? Bist du eine Tomate, oder? Natürlich bist du ein Acerbic Tomatarian. Tomatien. Wie auch immer man das nennen soll. Aussprechen soll. Anfällig gegen Eis. Ich hätte jetzt eher gesagt anfällig gegen Feuer. Also das wäre so meine persönliche Ansicht der Dinge, aber... Muss man ja nicht einig sein. Ist ja auch Fiktion, ist ja gar keine reale Tomate. Muss ja alles der Realität entsprechen. Hier ist nur Fiktion. Let's go. Ist schon in Ordnung, ich akzeptiere das. It's my turn. Der Tomatentoaster ist ja wohl gerade nicht so nützlich, wie er es gerne wäre. Damit meine ich mich. Na komm, du darfst trotzdem einmal. Direkt geflüchtet. Alle flüchten hier. Die flüchten alle. Nein! Die flüchten alle aus dem Angriffsradius. Ja. Tut mir leid. Bam, verbrennen sie. Sehr schön. Das fühlt sich doch gut an. Ja, das ist jetzt deprimierend irgendwie. Wow. Na gut, Kurt. Immerhin, du kannst noch 2 Stück treffen. Mach du mal damit weiter. Let's go. Und du haust drauf. In Ordnung. Dann sind wir, glaube ich, auch gleich schon fertig hier. So, ich spule ein bisschen vor hier.
I shall go. There. Dann hauen wir mal drauf. My turn. Komm. It's down. Lass es das gewesen sein. Those sword tricks Thanks, of yours, short wir haben auch eindeutig zu wenig Feuer, um uns mal eben spontan gegen Tomaten zu wehren, die hier ankommen. Ich weiß, es sind gegen Wasser. Ist mir egal. Ist mir so egal. Ich weiß, dass ich recht habe. So. Und was jetzt schon wieder? Oh. Ein bisschen Militär. Na, Morica Village, da waren wir auch noch nicht. Vielleicht können wir jetzt ja mal dahin. Mal sehen, das wäre noch nur so eine Option. Wenn schon nach Michelin, was ich mir eher wünsche natürlich schon, aber gut. Phew, that scared me. I thought they were headed to the fortress for a moment. I was under the impression that only a farming village lies in that direction. Right, Amorica. As far as I know, there aren't any military facilities there. Naja, vielleicht hat sich das auch mittlerweile geändert. There's supposedly an army camp northeast of it, however. Evidently, it was established to put all of their newly drafted recruits through intensive basic training. They're really going all out. That must mean Crossbell's conscription program is chugging along just the same as everywhere else. Ja, und ich meine, die liegen hier auch am nächsten an, Calvert dran, also gibt es nur Sinn irgendwie. Really hate that regular citizens are getting dragged into the war. Just the thought of it makes my skin crawl. Yuna. At any rate, it would seem this is a common byway for soldiers. We should move along before they discover us. Das sollten wir wohl. Also dürfen wir jetzt nicht nach Amorica Village. Ich hoffe wirklich, dass wir... Oh nein, hi. Hi, Vögelchen. Ich würde nur zu der Truhe gehen. Ich habe dich gar nicht bemerkt auf der Karte. So. Also dürfen wir wahrscheinlich doch nicht dahin. Aber vielleicht doch noch irgendwann anders. Ich hoffe noch ein bisschen darauf. Also allgemein. Irgendwohin, wo wir noch nicht waren. Sind das jetzt zu viele... Ja, Erwartungen, die ich hier stelle an das Spiel. Ich weiß ja nicht. Einfach noch ein Dino. Dominates the cityscape. Oh ja, auf jeden Fall. That must be. That's Orcus Tower over there. Home to the Governor General's office. Vayus ist noch nie hier? Das ist interessant, vor allem weil Rufus hier doch schon öfters mal ist. Oder auch dauerhaft. Ich bin gar nicht so sicher, wo ist Rufus unterwegs? Rufus ist auch fast dasselbe. Ja gut, hier ist nichts Spannendes, außer die Tomate auf dem Weg. Ich lasse dich jetzt heute mal leben, tatsächlich. Ausnahmsweise. Ich hab's mir wieder genug gelevelt. Ich kann vielleicht mal ganz kurz ansprechen. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich immer an Gegner vorbeilaufe und dann lieber offscreen leveln gehe. Es macht doch gar keinen Unterschied. Dann schneide ich halt die Kämpfe raus, wie ich es früher mal gemacht habe. Das Ding ist, dass ich aktuell einfach nicht so viel Zeit habe. Und es gibt für mich spezifische Zeiten, in denen ich zwar Zeit habe, mal eben nebenbei irgendwas zu spielen, während ich irgendwas gucke oder so, aber nicht unbedingt extra spezifisch mir die Zeit nehmen kann, um jetzt aufzunehmen. Und deswegen will ich mir die Zeit, die ich habe, um aufzunehmen, dann auch wirklich nehmen, um, naja, aufzunehmen und Sachen aufzunehmen, die ich dann auch hinterher hochladen kann und nicht Sachen aufzunehmen, die ich dann zu 90% rausschneide hinterher. Natürlich könnte ich jetzt auch einfach eine Folge machen, wo ich, ja, eine Stunde lang einfach nur gegen irgendwie random Mobs auf der Straße kämpfe. Ja, kann man machen, aber ist jetzt nicht so meins. Ist nicht so das, was ich auf meinem Kanal gerne mache. Ich habe gerne Folgen, denen auch Sachen passieren und so. Darauf achte ich immer ein bisschen. Wie ihr wahrscheinlich mittlerweile wisst. Ja, und deswegen mache ich es aktuell einfach so, dass ich an Gegner vorbeilaufe. Dann lieber offscreen grinde, wenn ich gerade, ja, nebenbei was gucken kann oder irgendwie nebenbei irgendwas anderes erledigen kann. Da mache ich das so nebenbei so. Ja, ohne wirklich aufzupassen und so. Ist für mich einfach aktuell die angenehmere Lösung. Und ja, ich habe leider nicht so viel Zeit. Ansonsten zumindest nicht genug Zeit. Ich habe schon mehr Zeit als vielleicht andere Leute. Teilweise, sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr, naja, YouTube-Videos machen, I guess. Aber ja, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit wie unbedingt. Ja, als ich die anderen Teile gespielt habe halt. Genau. Lassen wir es dabei erstmal. So, ich glaube, damit sind wir dann auch schon in Crossbell angekommen. Richtig. There it is. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Crossbell City. Phew, we got here before nightfall. The Locust Tower is just as much of an eyesore as ever. Ach, so schön finde ich den Turm nicht. Also ich finde den Turm sogar ziemlich cool. Your last visit here certainly was eventful. You did well to make it out safely after the almighty conflagration appeared. We couldn't have done it without the instructors and the branch campus students helping out. After you, Yuna, locals first. Right. Dann gehen wir mal vor, oder? Newsday geht vor, tatsächlich, eigentlich.
Ja, keine Ahnung, weiß nicht, was ihr habt. Ich finde den Turm cool. Vor allem fand ich die Aussicht vom Turm aus cool. Weil, warte mal, oder war das da? Nee, wir waren in... Warte mal, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Doch, wir waren doch da ganz oben auf dem Dach drauf und so, ne? Das war doch im Orcus Tower. Und nicht da drin. Ich meine, da drin waren wir auch, aber da war was anderes irgendwie. Irgendwelche anderen Events. Ja, ja, doch, im Orcus Tower war da, wo wir dann auch ganz oben auf dem Dach waren und gekämpft haben und so. Ja, der Ausblick von da oben war ein bisschen absurd, weil die Stadt dann nochmal größer aussah, als sie in Wirklichkeit ist, aber naja, hat man dann so angenommen, ne? Hat man dann einfach so angenommen. Cross Bell East Street. Was ich immer noch irgendwie den coolsten Ort finde, so. Einfach weil es, ja, die größte Abwechslung von allen anderen Städten ist. What's wrong with me? I can't believe coming back here is getting me so emotional. Ja, und der Kelvert-Ark würde dann ja komplett so aussehen, ne? Also zumindest zum Großteil. Das wäre schon cool. Das wäre schon cool. Ja. Ja, wir müssen abwarten. Es soll ja jetzt schon im nächsten Jahr das nächste Trail-Spiel, also in Japan natürlich, ne? Bei uns mal sehen, ob Hajimari im nächsten Jahr rauskommt oder ob jetzt die Crossbell-Spiele noch offiziell lokalisiert werden. Man weiß es nicht. Also die wurden ja extra auf die PS4 gepowert und so weiter und so fort, ne? Habt ihr bestimmt mitbekommen. Habe ich auch in Teil 3 schon erwähnt. Damals. Ja, aber nächstes Jahr soll auch in Japan schon der nächste Trails-Arc beginnen. Mit der neuen Engine und alles. Da bin ich dann mal gespannt. Yuna. Drauf. Sehr. There's nothing quite like a homecoming. No matter what form it may take. Sure, if you're some sort of sap. Want to go check it with your family? No, it's fine. We should have a look around town first. After all, we don't know how strict surveillance is yet. We can include that on our itinerary for tomorrow instead. In that case, our next order of business is finding a place to stay the night. Yep, and I think I've got just a place. Okay. Also nicht bei dir zu Hause, sondern wo? Okay, wir bleiben direkt hier. Ja, das ergibt mehr Sinn, da müssen wir nicht durch die halbe Stadt erstmal laufen. Hey, du, hier hätte ich irgendwie schon mal getroffen. They then caught up with a familiar face working there before reserving a room to use as a base. After checking in with Gisette at the boathouse, everybody finally settled in to relax. Wir sind nochmal zum Bootshaus zurückgelaufen, anstatt mal eben bei deiner Familie vorbeizusehen, wirklich? Na gut, ist vielleicht halt einfacher, weil man nicht durch die Stadt laufen muss, ja, und ich weiß nicht, wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel Surveillance hier herrscht. Wie heißt das? Was heißt denn nochmal? Überwachung, ja, so ein was in etwa. Ja, aber trotzdem. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Oh. Was ist das für eine Musik? Pizza. Lecker. Wer ist denn hier? Ach, der immer noch. Den haben wir auch schon ganz am Anfang gesehen. Conscription's going full throttle all through Erebonia. Wait, there are 5 new armored divisions? Aber hey, das würde jetzt sowieso Sinn ergeben, wenn wir hier jetzt langsam mal, ja, Estelle und so treffen. Und die ganze Gruppe vom Anfang. Die waren ja schließlich auch im Crossbow unterwegs. Würde vielleicht Sinn ergeben? Wäre schön, finde ich. Damn. Things are just getting worse by the day. Ugh, as usual, it's like a cave in here. Sagt wer? Kenn ich auch nicht, tatsächlich. Tut mir leid. At least keep the lights on. You're gonna go blind if you keep this up. Oh, whatever. But more importantly... Deine Augen werden noch viereckig. Yeah, I bought you something for dinner. Morge's special healthy veggie sandwich and a cup of organic fruit juice. All right! The easy way to get your 5 a day? Wait, no! Where's the pizza and bell cola I asked for? Das ist viel zu ungesund. Freu dich doch lieber mal darüber. You can't eat junk food all the time. Tio and the chief asked me to make sure you were eating properly. If you don't like it, you can get your own food. Aw, man! I wish everyone would just let me be. Ach, halt die Fresse, du. Ja, ich wollte es gerade nicht sagen, aber da habe ich es doch gesagt. Halt die Fresse. Sei zufrieden mit deinem Essen. Don't get all crank on me. How's the situation looking? Not so great. Ever since conscription started, we've been speeding down a one-way track to war. Way faster than I expected to. All that intel they got from the towers checking out. Great. She is on leave. Ilya's out of commission. Now the Bracers and the SSS have those guys to deal with too. Yep, they just got back from Calvert. Right when you think things couldn't get any worse. I can't get much of an update on Teal from Erebonia either. Looks like Randolph's doing just fine though. Well, that's good at least. What about the Silver Streak?
Is she still in Arbonia? I can't tell. We lost contact with her a while ago. The Rebel crew's been pretty worried about her too. Man, it's not looking too rosy on any front then, is it? Ich bin gerade gar nicht sicher, wie viel Zeit seit dem Anfang vergangen ist. Ich meine, noch nicht so viel, oder? Na gut, schon einen Monat vielleicht? Vielleicht rede ich Blödsinn, Nein. Die zwei Wochen, die am Anfang vergangen sind. Also die sind vor dem Anfang vergangen, oder? Also bevor wir aufgewacht sind schon. Und der ganze Produkt, den wir gesehen haben ganz am Anfang, war auch schon nach diesen zwei Wochen, nach dem dritten Teil. Wisst ihr, wovon ich rede? Ist es schwer zu erklären gerade. Also ist doch erst eine Woche oder vielleicht zwei vergangen, oder? Obwohl, wir haben auch lange trainiert vielleicht? Egal, ich weiß es nicht mehr. Well, no use moping. We gotta do what we can for now. And it's not just those guys we need to watch out for. That's our Boros, the big bad band this whole mess in the first place. And a little guest from the Empire. Kind of a tall order, but we need to keep our heads cool. Yeah, Rishia, Ilya and the SSS are counting on us. Okay. Also ist Rishia vielleicht doch nicht hier aktuell, ne? Wirkt jedenfalls so. Aber na gut. Okay, wen haben wir da noch? That's right. I just got back. Where am I now? The harbor. That's right. You heard me. Force of habit, I guess. Found myself back at our old place before I even knew it. Yeah, I know. Oh, conscription office. Trust me. I realize the responsibility. So what have you got for me? I see. Looks like our little mastermind setting all kinds of stuff in motion. Yep. The big fish pulling the strings behind Crossbell's curtain. The brains behind the invasion scheme. That's the one. Okay, right. Let the chief know I'm on my way. I'll see you later, Reigns. As if those two joining forces wasn't bad enough. Now they've got outside help too? I have to show people there's still hope. That the pen is mightier than the sword. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Also sie kommen irgendwie ein bisschen bekannt vor. Und es kann sein, dass wir sie am Ende vom zweiten Teil gesehen haben. Und wenn sie jetzt gerade schon wieder von einem Stift redet, vielleicht ist sie eine von den Journalistinnen da gewesen. Weil da haben wir ein paar von gesehen, glaube ich, von der Zeitung hier. Oder sowas in die Richtung. Wie gesagt, aber ist nur so ein bisschen Vermutung gerade und ja, ich weiß ja, dass ich die Crossbell-Charaktere nicht unbedingt kenne. Ja, ist in Ordnung. So ist das wohl im Leben. Also gut. Ein Tag vergeht, wir haben die Nacht wohl da verbracht, wie geplant. Jetzt können wir uns mal ein bisschen umgucken und vielleicht auch bei Jonas Eltern vorbeischauen. Oder Familie allgemein, eher gesagt. Okay, time to get this show on the road. Wow, someone's fired up today. Just don't get carried away and mess things up like last time, okay? I know, jeez, you're so negative. Take it easy, both of you. All things in moderation. If what we heard yesterday is anything to go by, the town's been unusually calm. Probably because the defense are so tight, this close to the Republic. Between Tangram Fortress and all the troops, people are feeling that much safer. And there's a rumor about the man in charge being missing. Governor General Rufus Albrea uses his brother. Das war ein Ding, hab ich ja schon mal gehört, wahrscheinlich schon, tut mir leid. He's not being here is good news for us, though. Auf jeden Fall, aber, Either way, we should avoid getting too close to Orcus Tower for now. But we can go to the entertainment district, we didn't get a chance to we're here for field exercises. Ah, gut. Konnte mich auch gerade nicht daran erinnern, welcher Bereich das jetzt gerade war. Nice, I'm in. Might be able to touch base with some of Randolph's pals too. Then it's agreed. We take a look around town, ascertain the current situation and see if anyone knows anything about Singularity. So long as everything looks alright, we can drop in on Yuna's family as well. Oh, thanks. Sounds like we have a plan. Let's get going, everyone.
Ja, ich denke, das sollte machbar sein, bei ihrer Familie vorbeizusehen oder nicht. Kommt schon, Leute. Bestimmt soll es denn schon sein hier. Na gut, man weiß es nicht. So, fangen wir an, mit Menschen zu reden, würde ich sagen, wieder, hä? Huh? Aber gerne doch. Hi, Finn. There's no escaping reality anymore. Kelvadians aren't welcome in the Empire. There's no getting away from it. Some of us are still doing alright, though. What can I say? IU takes care of its own. Thanks to them, I managed to avoid getting shipped off to a prison camp. Oh Gott, sowas passiert ja auch schon, wirklich? Na gut. There are three rules in this establishment. One, eat quietly. Two, do as I keep. Und ich weiß, do as I say, so. Three, keep your hands off Shanshan. Ich wusste das schon noch. Keine Sorge. But there's this guy who's been coming here lately, who's ignoring all three. If that ain't disrespect, I don't know what is. Is he throwing down a challenge or something? That's gotta be it, right? Well, order. If it's a fight, he's itching. Four, it's a fight he's got. Another chill? Is it Joffle in here? Master, please put that meat cleaver away. Okay. Keine Sorge, ich fasse ihn nicht an. Wie gesagt, das habe ich schon letztes Mal gesagt, glaube ich. Genau dasselbe hat er auch schon letztes Mal gesagt. You're pretty close to Rikshya, aren't you, Yuna? Well, a friend of my bestie is a friend of mine. If things get too crazy, you can always come to see us at the inn. I know for a fact that Daddy will do what he can, so you wouldn't need to worry about Rue and Bart. Thank you so much, Shanshan. Oh, and I've actually picked up Vantage Masters recently. Nein, das ist mir egal, wirklich. Das ist mir vollkommen egal. Na, ihr beiden? The 8th Armored Division's duty is to protect the border. Pretty soon we'll be marching through Aurit for the Remiferian border. This could be the last time we ever visit this place. Hope it all works out for Midran. Or at the very least, that he leaves without any lingering regrets. Es gibt jetzt 5 weitere Armored Divisions, hat er ja gerade gesagt. Wie viele gab's noch vorher? Weil, ich glaube, gab's nicht nur 4 vorher? Gibt's dann jetzt 9? Das wäre mehr als doppelt so viel. Ja, ich weiß, ich kann rechnen, ist großartig, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viel es vorher genau gab. I got that girl Shenshan a gift, just as a little token of my admiration. It's a necklace I picked out for her, and it's a pretty stylish one, if I do say so myself. She's sure to love it, why wouldn't she? Ja, aber ich glaube, ihr Vater hat da vielleicht etwas gegen. Also, vielleicht. So meine persönliche Vermutung jetzt. Sheesh, they've even closed off all unofficial routes into Kelvert now. We've still got the sky routes for what it's worth. Needless to say, all the cars are out of the question in wartime as well. As far as we're confined to making domestic deliveries, anything else is empires off limits. It's mostly just bringing your recruits their stuff from home. Huh. Ja, wohl wahr. Ist wohl alles nicht leicht für jeden hier, aber das ist ja nichts Neues, natürlich. Huh? Hey, is that food from Calvert? No, of course not. These are vanilla dumplings from way, way far out in Eastern Zamoria. Oh, and you think that lets you off the hook? They still look Calverti to me. Saying stuff like this is an insult to all of us. You're trying to stir up anti-government sentiment or something? Es ist nur Essen. So we just, made these to show our support for the Empire. Yeah, that's it. See, they've been specially flavored to appeal to Imperial tastes. They're a symbol of how we hope Erebonia will one day spread its influence across the entire continent. Und das machen wir mit Essen aus dem fernen Osten. Ja. Hey, that's not a bad idea. Looks like I had you kids all wrong. Wow, das hat er sich überhaupt nicht aus dem Arsch gezogen, aber hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht, Pack, auf jeden Fall. Etwas anderes wäre auch wirklich nicht notwendig gewesen hier. Komm, wir können dann... Achso, das ist ja da der Nine Valley Exchange. Schauen wir mal hier vorbei, ob wir bekannte Gesichter treffen. Na, zumindest dich. Next up, buying up some of the ex-provincial army's armaments. It's all about data, sure, but I reckon I can wheedle it out of the recently conscripted nobles easily enough. Of course, times like these come with a particular premium on such goods. I'm not sure we should be listening to this. Warum redet sie auch laut darüber? It's kind of weird, like, she seems to care for Jingo a whole lot, exactly like a mom. But this really doesn't seem like the kind of place a kid should be, you know? It does look like a useful sort to patronize, though. Ach, ich glaube, die kommt schon klar. I wondered who was making all the noise. You're those kids from the academy, right? Huh,
I believe you use Josette's services. Didn't think I'd see your faces around here, that's for sure. I'm sure you've got your reasons, but there's a lot of military ass around here. You keep your head down if you know what's good for you. Got it? That includes you, Blondie. And you, little Miss Highborn. Huh. Don't waste your breath. Thank you for your kind warning. Just don't say I didn't warn you. Your circumstances are precarious, to say the least, but if someone's got what I need, I do business with them. No questions asked. Besides, you've been good to Jingo. Let me know if you need something. Oh, cool. Thanks a lot. No questions asked, huh? Yeah, because that totally doesn't sound shady. It doesn't feel right, but we need all the help we can get. Ja, mal sehen, ob ich hier vorbei sehe. Wobei, jetzt wo ich drauf zurück, drüber nachdenke nochmal. Ich glaube, ich habe hier damals tatsächlich in Teil 3 ziemlich gute Accessoires mir besorgt. Also wirklich ziemlich, ziemlich krass gute Accessoires. Auf der anderen Seite sind wir jetzt im Vergleich zu damals auch ziemlich am Anfang gespielt. Wobei, damals war es auch Kapitel 2, ne? Doch, geht, ne? Vielleicht sind wir ungefähr gleich weit tatsächlich. Dann weiß ich nicht mehr, was da abging genau und wie ich mir die guten Accessoires besorgt habe. Aber war sehr befriedigend auf jeden Fall. Daran erinnere ich mich noch, als ich es dann erstmal hatte. It's been a while since we've last been here. Just seeing Lake Elm brings the memories rushing right back. Yeah, this is where field exercises started getting serious. It's only my first time here, but something about this place feels stuffy for a harbor. What the... What's with the Crossbow News Service Building? Yep, daraus ist das Conscription Office geworden. Ach, und deswegen, ja, da war sie auf jeden Fall von dem News Service, die wir da gerade gesehen haben, weil die stand ja auch hier in der Gegend rum. Also ja, hängt das wohl zusammen. How odd, the entrance is being guarded by Imperial Army Troops. Oh, look at the sign outside. Ach, das fällt dir gestern auch auf, wirklich? Conscription Office, it must have been taken over by the Army, just like the Palm Training Hall. Right, they turned it into a storehouse for all the resources that commandeered. In any case, it is likely in our best interest not to venture too close. That said, we should still consider visiting the RF building. At least there's a contact working from the inside. It could be a good opportunity to learn more. What was happening at the branch office? Und da rennt schon wieder der eine Typ hin und her die ganze Zeit panischer. Genau wie im dritten Teil. Well, what are we waiting for? Let's get going. Machen wir gleich, machen wir gleich. Ja, keine Ahnung, es fühlt sich wirklich so an, als wären wir halt noch sehr, sehr am Anfang. Gerade im Gegensatz zum, ja, dritten Teil, wo wir schon beim ersten Kapitel fertig waren. Das ist halt so dieser Nachteil dieser Struktur, dass sich vieles wirklich sehr stark wie ein Anfang anfühlt und es nicht wirklich zu einem großen Spannungshöhepunkt führt aktuell. Aber das kommt bestimmt noch. Und ich denke, das wird dann bestimmt auch sehr, sehr episch wieder, wenn wir dann am Ende des ersten Akts oder so ankommen. Mal sehen, wann das der Fall sein wird. Sollte ja hier nach, denke ich, passieren, so langsam. You and your fellow students back in Crossbell, I see. Hey, Kate, yeah, we're back. Sorry, I was gone for so long. Ich dachte, im Netzwerk, unser Kanal wollten uns jetzt festnehmen oder sowas. Alles gut, alles gut, alles gut. A number of those students from the branch campus are currently wanted criminals, are they not? Yes, ma'am. First and foremost is Ash Carbide for attempted assassination of the Emperor, but several other students are wanted for treason. You wouldn't happen to know anything about that, would you, Yuna? What do you mean? Something's wrong with Kate. Have I recognized this feeling? No, you don't think it could be the curse! I suppose I'll just have to look into that later. Just want to stand out. There's a limit to how much I can ignore before people start asking questions. Right. If you spot any unsavory characters, report them to me or another officer at once. It's our duty to protect Crossbell from those who would do it harm, after all. I recommend that we leave at once. Ja, das sollten wir wohl. Das war wirklich keine gute Idee von mir, die überhaupt anzusprechen. Aber das war mir eigentlich schon voraus fast klar, dass das vielleicht nicht, ja, dass er es vielleicht nicht tun soll unbedingt. Fahrt ihr nach Michelin? I just love that big hotel at Michelin. It was so nice of my son to invite me. But don't get me wrong, one little complimentary ticket isn't enough for me to forgive the Empire for sending my boy to war. Complimentary tickets, huh? What the? That is straight up using Crossbell and Michelin as consolation prizes. Yuna, I know, there's nothing we can do about it, don't worry, I won't cause a scene. Just have to concentrate on what we can do to fix this. Das ist wirklich ein bisschen abgefuckt, dass ein Freizeitpark dafür verwendet wird. Aber ich würde auch gerne hingehen. Ich würde wirklich auch gerne hingehen. Eines Tages. Spätestens, wenn ich die Crossbell-Spiele spiele. Spätestens dann. Auch wenn's halt, wenn ich es halt schon gerne in 3D sehen würde und so, ne? Aber, naja, gut. They're back.
They're really back. I saw them with my own eyes. I'm gonna head over to the East Street and tell Peck about this. What was that about? I don't know too, but we can't afford to get distracted. Wir können also später zurückkommen. Mit anderen Worten, vielleicht gibt es dann hier später nochmal eine Sidequest. Unter Umständen. So war es ja jedenfalls auch in Raquel. Dass da jemand war, mit dem wir sprechen konnten. Und wir haben dann alle gemeint, von wegen, ja, wir sollen uns jetzt nicht ablenken lassen, erstmal umgucken und so. Also, ja. Der hatte auch später eine Sidequest. Kommt mir das so alles bekannt vor ein bisschen langsam. The last time we were here was during our field exercises. That's when we met up with Tio, too. I hope she's alright. Hopefully we'll be able to obtain information here. And at least I know someone who'd be willing to help us, right? Correct. A receptionist named Addison, apparently. Great, let's go talk to her. Ich habe langsam echt so das Gefühl, dass es mehr Sinn gehabt hätte, Elisa mitzunehmen hierhin und nicht Eustace, aber... Na gut. Wobei... Eustace spielt dann auch hier eine Rolle, weil Rufus jetzt gerade verschwunden ist und so, ne? Also das könnte auch noch relevanter dann werden irgendwann. Mal sehen. Nur bisher wirkte Elisa irgendwie relevanter in vielen Dialogen. Oh, aren't you the students who came here with Miss Elisa before? Wow, you remember us? I'm kind of flattered. Yes, we are friends of Miss Ryan Ford. We understand you've agreed to act as a contact for her. Yes, that's correct. Please take a seat on the couch. I'll go get the reports. Schauen wir mal, was wir hier so herausfinden können, ha? Ein paar Dokumente. What's this? These are production logs of a factory on the western side of Crossbell that is supplying the military. And records of orders for all sorts of armaments for Dengrim Fortress and other bases. Yes, 8 Dragon of Class railway cannons, and I'm sure you've already seen the Gargantua Class airships. The company's also been supplying the new military camp outside Armorica Village. The trucks we saw yesterday must have been headed there, genau. Jeez, looks like we know where RF stands, huh? It seems they're concentrating all of their resources on the war effort. Ich meine, überrascht mich jetzt nicht wirklich, dass, ja, die Ranford Company sich darauf konzentriert, dass sie damit hilft, auf jeden Fall. And the one leading that movement is... Natürlich sie. The chairman, Arena Reinford. Elisas Mother. Die hat noch nie so wirklich vor Krieg und so zurückgeschreckt. In a sense, I suppose this explains how the Empire has been able to mobilize so quickly. It's hardly surprising, seeing as they have the full support of one of the continent's heavy industry leaders. All businesses are required to comply with the national mobilization law, so RAF didn't really have a choice on this. Ja, das stimmt auch wieder natürlich, aber trotzdem glaube ich, auch wenn sie die Wahl gehabt hätten, hätte sie es nicht unbedingt davon abgehalten, wahrscheinlich, so wie ich sie kenne jedenfalls. Aber vielleicht schätzt sie auch gerade ein bisschen zu schlimm ein. Ich weiß ja nicht. What's Elisa going to say when she finds out? Given what you discovered at Nautia, it shouldn't come as much of a surprise. Thank you for your assistance. This information will be very useful. We should pass it on to Elisa. Please do. I'm glad I could help. Just so you know, there are people working here who oppose the war, regardless of what Chairman Arena says. May your endeavors be fruitful. I'll support you any way I can. Thank you. That means a lot. Und ja, das ist natürlich klar. Es gibt hier immer Leute, die dagegen sind, aber naja, ist halt auch nicht wirklich sagen können einfach. Sie können halt nicht widersprechen, wenn sie nicht, ja, unter den Konsequenzen leiden wollen, ha? Huh? RF is now officially allied with the government. That means if we have any internal problems, we're obliged to report them to the officials. Be careful of what you say around here. You never know who might be listening. Genau, das ist mein Punkt. Warum bist du so wütend, oder? Wie guckst du? Oder einfach nur entsetzt, traurig, kann es nicht so ganz einschätzen. Phew, looks like the IBC is still open. I thought my close down, all things considered. So I started to panic and ran all the way here. Okay, er ist einfach nur besorgt. I'll be able to send this transfer today after all. Thank ideas. Gut, ich habe keine Ahnung, worum es geht bei dir, aber das ist, nehmen wir so an. Ja, aber... Muss wirklich vorsichtig sein, was für eine Meinung man hier so äußert, ha? Mittlerweile. Denke ich mal, so ein bisschen zumindest. Hey, ich halte dich auf. With the trains out of service, there are a lot less imports to deliver. But we're getting even more packages from Rabonia. Then there's all the draft cards to deliver. I'm just as busy as ever, maybe even more. Being the bringer of bad news doesn't give me any satisfaction, but it's part of the job. I got no choice.
Ja, renn du mal weiter, renn du mal weiter. Du, Bischof. Will ich mit euch reden? Ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Ich will mich festgenommen einfach sofort, aber wir machen es einfach mal. Ich meine, es wird schon nichts passieren, oder? Hey, what are you kids doing loitering around here? Do you have business here? Are you up to no good? Well, whoa, Batman. We were just looking for Pelvors. Right, but we said we'd meet her somewhere else, remember? Apologies for bothering you, Mr. Soldier. Keep up the good work. Mr. Direction seems to come second nature to you two. I'm just glad they're on our side. Ja, die machen das schon gut, die machen das super. Eight Dragunov class railway cannons, check. Two Gargantua class airships, check. Tangram Fortress is all set and ready to go at last. And the armored division is on its way too. Operations couldn't be doing any better. Warte mal. 19th Armored Division Member? Okay, ich habe anscheinend die Zahlen ein bisschen falsch eingeschätzt vielleicht. Von wegen, es waren mal 4, jetzt sind es 9. Es gab anscheinend schon vorher viel mehr. Weil ich bin immer nur verwirrt, weil man immer nur von den niedrigeren Zahlen hört, weil die irgendwie die relevantesten sind. You have no time to take things slow. Give him hell. Most of the new recruits are just regular citizens. And with the keep of some rigorous military regimen. What's with these guys? This war is putting all kinds of pressure on Crossbones people. Ja, das ist wohl wahr. Wow, also okay, das hat mich wirklich überrascht gerade ein bisschen, aber vielleicht... Was? Oh, achso, ja, da können wir jetzt ja auch hin. Ah, heben wir uns das noch fürs Ende auf, oder will ich jetzt... Okay, wir gehen jetzt sofort dahin, komm, ich will mir das jetzt angucken. Ich will was Neues sehen, wo ich noch nicht war. Mhm. Schauen wir mal, was hier so abgeht. So this is Crossbones Entertainment District, huh? It's Oracle, but I guess I can get with Randolph season this place. It's certainly lively, but in a different way from the other districts. Auch direkt andere Musik hier natürlich. Yep, this place has it all. There's a casino, a high-class hotel, bars, clubs, and a neat little antique store too. And there's a jewel in Crossbell's crown. Arc and Skell. Warte mal, kann ich hier vielleicht auch Poker spielen und so? Oh, das wäre natürlich sinnvoll, wenn ich das hier jetzt auch einfach könnte. Oh, the theater troupe. I've heard of them. I don't know, seems pretty dull over there for Crown Jewel. Yeah, I can't argue with you on that. The leading lady was seriously injured about a year or so ago. The second biggest star had to take a break for personal reasons. With so many members out of the picture, they can only put on small shows now and then. The second biggest star, it must be her, yeah? Ist sie das? Ja, das ist sie wohl. Okay, gut. But leading ladies are no. Arkansas is still the pride of Crossbell. I really hope we get to see them perform again someday. Don't worry, I'm sure we will. In any case, it seems the theater itself is still open. We could always take a look inside and see if we can learn anything. Ich würde ja gerne mal wieder ein Theaterstück sehen, so wie in Trails in the Sky, aber ich glaube nicht, dass wir das irgendwo nochmal bekommen werden in der Form. Das war viel zu gut, das war viel zu gut. Oh, das ist echt schick hier tatsächlich, die Umgebung. One of them is run by this old lady the SSS used to go to for info all the time. Ah. I believe old women are indeed known for their extensive gossip networks. It can't hurt to ask around them both then. Let's get started. Okay, klar, ich guck vorbei sowieso. Ist auch markiert auf der Karte? Als Hauptquest? Ja, tatsächlich. Beides. Gut, aber hier möchte ich mich auf jeden Fall komplett umgucken. Mal ein bisschen zumindest. Komplett ein bisschen. Ja, ja. Arkansas is full of stars, but without doubt, Ilya Platier, the fervent dancer, is the one that shines the brightest. Ah, das ist also Ilya. Okay, okay. Da ist sie der größte Star gewesen. Die wurde ja auch schon erwähnt. Unfortunately, she's still recovering from her injuries and Rickshaw's gone... Was heißt das nochmal? Ich habe keine Ahnung gerade, tut mir leid. Despite her dazzling breakout debut as the Moon Princess... Nee, okay, ich gebe auf. In theater, the man they call the Silent Scion won't be performing either. But I can see it's no ordinary theater company. They still have a ton of stars. Any show they put on is bound to be spectacular. Auch ohne die Starschauspieler. Na, hoffen wir das doch einfach mal. Not only is the cast without Ilya and Rickshaw right now, we're going to war too. Apparently the government's been putting a lot of pressure on I can see as well. We fans need to show support for them now more than ever. Yay, Eugene! Hooray for Plie! You got this, Nikolai! Smash it, Celine! Go, Sully! Whatever happens, we'll always be cheering for you. So don't give up! Not now, not ever! Das ist sehr schön zu hören.
Also auch noch die kleineren Schauspieler hier oder vielleicht auch noch Stars, aber halt nicht ganz so krassen Stars, auch noch unterstützt werden ordentlich hier. Nee, das freut mich wirklich. Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Könnt ihr auch einfach dafür sorgen, dass aber niemand mehr dahin geht. Hi. Welcome to Hotel Millennium. Our guests need always come first. We'll do everything in our power to make your stay a pleasant one. That's a policy we'll stick to no matter what might be happening in the world. Please enjoy your stay and let me know if I can do anything to help. Selbstverständlich, ich kann hier auf jeden Fall resten, aber das brauche ich jetzt gerade nicht. Sonst gibt es hier wohl nichts Spannendes, außer ist hier oben noch ein spannender Gast unterwegs. Wir können auf jeden Fall noch hier oben hingehen. Hallo, Butler. This hotel has been going strong for over 60 years. I myself have been here for around 40. Wow. But these last couple of years have been some of the most turbulent yet. For a while, it seemed as though the non-aggression pact and the trade conference would bring the continent some kind of stability. Alas, things are never quite as simple as they appear. Das kannst du wohl laut sagen. Aber trotzdem 40 Jahre und hier arbeiten. Unvorstellbar. Hey, was machst du denn da? Huh? Damn it, just thinking about it pisses me off. So sehr, dass ich meine Faust in meine Hand legen muss. How dare they keep me in that filthy place for 2 whole weeks? I wasn't even convicted. They took away my entourage and now my allowance is mere fraction of what it once was. There's no way to treat the heir to the Heimdall Banking Empire. How could you do this to me, Daddy? Warte mal, ist das? Just gotta do not do anything illegal, then no one can complain, right? I can do that. Ja, das ist er wirklich. Wow, ich habe ihn doch erkannt tatsächlich. Isn't this the creep who was trying to get at the Sanus Trier students? Sounds like he's been punished for his wrongdoings. Gut so. What a shame that he doesn't seem to regret it at all. Ja, und vor allem regt er sich darüber auf, dass er jetzt hier bleiben muss, oder wie verstehe ich das gerade? Wow. Also ja, das tut mir wirklich sehr leid, dass du nur 2 Betten für dich hast. Oh, das ist ja ein richtig großes Hotel, oder wie? Hä? Krass. Was ist los dabei? Krass. Und auch eine krasse Lampe hier auf jeden Fall. Aber das ist sehr, sehr cool, dass wir den einfach nochmal wieder treffen, so ganz random hier. Wow. Hotel has plenty of great facilities you can use, even if you're not staying the night. We've got a reliable high-speed connection to the Alma Network, too. Let me know if there's anything I can help you with. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich brauche keine Hilfe, tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass du mir wirklich helfen könntest. My boyfriend and I decided to take a vacation together. Well, we still can. You could get drafted any day now. We're gonna make a bunch of happy memories today. Ja, so muss man es halt sehen, ne? Schnell ein paar Erinnerungen sammeln, bevor es dann zu spät ist, unter Umständen, wenn man Pech hat. Warte mal, was? Oh, das ist beides ein Ausgang. Warum ist denn da ein Map-Übergang und hier nicht? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut, in Ordnung. Hi! Ich kann auch hier resten, jedenfalls, wenn ich will. Welcome to Hotel Millennium. We offer Spa Treatments, Room Service, Handheld Orbital Computer Rentals and more. Handheld Orbital Computer Rentals! Großartig! If you need something or have any concerns, please don't hesitate to contact the front desk. We will do everything in our power to make your stay a pleasant one. Wow. Wow. Ich bin, find's vor allem halt sehr interessant, aber hier, dass es einfach 2 Eingänge gibt, die beide eine Rezeption haben. Wow. Der Aufbau ist cool. Das gefällt mir vom Aufbau her. Sehr, sehr gut. Na gut, gehen wir mal ins Theater, da haben wir jetzt schon genug drüber gesprochen eigentlich auch. Gehen wir einfach mal rein. Warum warten noch länger damit? Uiuiui. Das ist wirklich sehr schick hier. Huh? There's no one here. That's weird. I wonder where the manager's gone off to. Yeah, that's it, Sully. That's the stuff. Ui. Nice one. Nice, one more time, so. Ist kaum auf anders gesetzt. They must be rehearsing in the back. Wanna go take a peek? I don't know, we really shouldn't budge and announce. Auch doch, sollen wir, ganz sicher. Think of it as part of our intel gathering mission. Besides, I'd like to see what they're up to. Alright, just don't disturb them. Nein, wir sind vorsichtig, wir sind ganz leise, keine Sorge. Verschaffen uns ein paar exklusive Einblicke. Ganz ohne Bezahlung. Wow. Would you look at that? Ah, die haben wir doch gerade schon gesehen. Die ist also auch vom Theater. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Hatte ich jetzt gar nicht so interpretiert, eher gesagt. Tr-
truly beautiful. Yeah, I can't take my eyes off her. Dancing is superb. Impressive indeed. Yeah, it's okay, Leute. Beruhigt euch. Right? She's the real deal. It's one of the troupe's younger performers, Sully Artrait, aka the Star Princess. It actually gets better and better every time I see her. And she does, young lady. Oh, ah, hi. Are you the theater manager? Sorry for just butting in without permission. We didn't see anyone up front, so... No, not at all. The fault is mine for leaving the front desk unattended. Sally's been improving by leaps and bounds. It's hard to turn my eyes away from her sometimes. She's like a shining beacon of hope in the midst of all this gloomy talk of war. Yeah, we need that. Now, more than ever. Anyway, we better split. Wouldn't want to get in the way any more than we already have. Right, let's head back to the entrance. Who are those guys? Oh, ganz knapp verpasst, hä? Na gut, wir werden schon noch wiederkommen. Keine Sorge. Mit Sicherheit. Ihr wurdet jetzt schon oft genug in Cutscenes gezeigt, also du vor allem und dieser eine komische Junge mit den Sommersprossen. Das wird kein Zufall bleiben. Da wird es auch einen Grund für geben. Ihr werdet auch semi-relevant werden, mindestens. Semi-relevant. Hallo, was kriege ich hier? Eiscreme und Krebs. Großartig, was kriege ich? Aber nur Eiscreme tatsächlich. In Wirklichkeit. Betrug. With Arkansas doing less and less shows, my sales are on the decline too. I'm barely scraping by, but I'm not about to give up. After all, where would Arkansas be without their official ice cream supplier? I'll do my very best to stay afloat until the theater's back on its feet. Ja, schafft ihr beide, da bin ich mir sicher. Sonst gibt's hoffentlich eine Finanzspritze. Vom Staat. Nein? Okay, vielleicht eher nicht. Hey there, wanna play? No point in coming all the way to the entertainment district if you don't get some entertainment. Come on in, forget your troubles, have some fun. Whoa, wait a minute, are some of you underage? Just make sure the higher ups don't see you, okay? No worries, I got him handled. Hey, you're just as underage as the rest of us. Ja, aber er kennt sich aus mit solchen Orten hier. Ah, okay, hat noch nicht offen hier, huh? We can probably get some good info here once it's open. We'll just have to come back later. Und dann können wir auch ein bisschen Glücksspiel veranstalten, ne? Mit Sicherheit können wir das noch ein bisschen tun. Aber erstmal schauen wir uns hier noch ein bisschen um. CD, to say the least. Ja, und? Well, we are in the entertainment. Ich finde das jetzt sehr cool mit der Überdachung und allem. Not to mention, this is right around where the Mafia used to set up shop. I've heard as much, but only rumors. Man, all that crap doesn't matter. I'd come here any day as long as they got hot babes. Ja, dann schauen wir mal, ob sie hotte Babes haben, außer die da hinten beim Casino halt, ne? Hey there, pals and girls. Step right over, I'll show you this surefire route to a good time. I used to work for just one place, now I'm doing it this freelance. I've gotten to know a lot more about the clubs around here, thanks to that. Sweet, I could use some choice racks. Ash, please, control yourself. Du bist underage, das Thema hatten wir gerade erst, aber... Naja, stimmt ja. So, wir können mal kurz reingucken, ne? In die Jazzbar. Bar Garante. Okay, euch lassen wir lieber mal in Ruhe, ne? Ist vielleicht sicherer. After Crossbill got annexed, the streets became a lot safer, but... That hit local business pretty hard. The dingy atmosphere was all part of the appeal. I used to get most of my customers at night, but now I've had to open for lunch as well. At least now a different clientele can enjoy what my bar gets to offer. Ja, das, so kann man es halt sehen. Also nehmen wir die Midnight Cola. Mitten am Tag, würde ich sagen, ja? Warum auch nicht? Anscheinend können wir jetzt auch Midnight Cola kochen. Ja, kochen in großen Anführungszeichen natürlich. The bars and clubs around here are getting less business these days. Some new hostess from the capital went and poached all my best customers. Oh, don't any of them have a sense of loyalty? Scheinbar nicht. Die haben auch nur Jukebox. Also ja, das erinnert mich sehr stark an Raquel wirklich. Ich bekomme hier wirklich Raquel-Flashbacks. Und ich werde auch die Hostessen nicht los. Wie gesagt, das Thema ist einfach momentan allgegenwärtig auf meinem Kanal. Sowohl in Yakuza als auch hier. Es hört nicht auf damit. Some little tramp from Heimdall stole my position as most popular hostess in town. She thinks she's so great just cause she's entertained a couple of noble families. She's got no respect for me or any of the other girls at the club. But I'll show her. I won't back down. Viel Erfolg dabei. Mal sehen, um wen es sich dabei dreht. Es wird ja
Also vielleicht finden wir das noch heraus. Hi du erstmal jedenfalls. Welcome, welcome. Aren't you a cute little gaggle of young folks? I don't see too many aficionados your age, but whether old or young, your money is good here. You can even pay in installments if you want. Just be careful not to let the interest pile up your hair. Alles gut, ich wollte nur... Was wollten wir nochmal genau? Ich bin mir gar nicht so sicher eigentlich. She's just like Lloyd said she was. Excuse me, ma'am. Are you Imelda? Did you used to help out the special support section? Ah, I see. You must be the ones the IDF have been looking for. Class 7, right? Vielleicht... How did you know? Only of my sources. Heard all about you the last time you were here for your field exercises. I can't think of anyone else who'd be asking around about the SSS right now. I imagine you're here for information. Do you want to know how Benning's team got into the tower? Wait a minute, that it... What? Ja, das ist passiert. Und kannst du mir auch noch erzählen, wann das passiert ist vielleicht? Damit ich das auch nochmal zeitlich einordnen kann, wie gesagt. Wäre irgendwie wünschenswert. You're better informed than we've been led to believe. Could you tell us a little more, perhaps? Mhm. Wäre schön. Is it true? Lloyd actually infiltrated Orcus Tower? Ja, alle gemeinsam. Their goal was to get information about what happened in the Empire a little while back. And they accomplished it too. What a shame that doing so wasn't much of an issue for the government. What? It's hard to believe all this happened without our knowing. What do you hear about it? Well, I've got a contact on the Orbital Network who sends me information from time to time. You took the time to come visit, so it's only fair I shared a bit of the info with you. Only fair, huh? Thank you for telling us. At least we know what Lloyd's already tried. Don't go thanking me yet, I don't give away information for free, aber du hast die Informationen schon gegeben, wir können jetzt einfach abhauen, was willst du dagegen tun? Huh? Oh, don't look so worried, I'm not talking about Myra. All anyone talks about these days is war, 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 it's so tedious. If you can throw a wrench into the government's plans, it'll liven things up a little. But if you want to buy a couple of antiques too, I won't stop you. Na gut, na gut, she's a tough one, ain't she? Yeah, but she seems reliable in her own way. Na gut, dann schauen wir doch mal, was hast du so im Angebot, ha? Warte mal, was? Warum ist das hier ein blaues Sternchen? Oh Gott, nein. Oh yeah, we do. What do you ask? See, boredom is what I hate the most. Ach, okay, vielleicht gibt es so ein Rezept, ha? I've been to high-class restaurants. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich glaube, es interessiert mich nicht. Tut mir leid. Mich interessiert Kochen wirklich nicht. Genau, Offer. Achso, ich kann auch hier Unique Dishes mitbringen. Ich weiß nicht, warum ich das tun sollte. Ich verstehe das nicht so ganz, das System dahinter. Egal. Ich hätte jedenfalls krasse Accessoires kaufen. Aber das Ding ist, ich kann mir wahrscheinlich bessere Accessoires ertauschen. Habe ich ja schon angemerkt, ne? Das ist auch alles echt teuer hier, wobei ich noch exchangen kann natürlich. Genau so. Aber auch trotzdem immer noch zu teuer, naja, ja. Speed plus 20 halt auch, ne? Und hier Evasion plus 10%, das ist natürlich auch großartig. Ich glaube, das hatte ich auch halt Kurt am Ende gegeben beim letzten Mal. Aber ja, gut, erstmal kaufe ich hier nichts. Und ich werde erstmal gucken, dass ich wieder vielleicht ein bisschen was ertausche hier. Die Erinnerungen kommen doch langsam wieder hoch, dass ich das hier mal getan habe, auf jeden Fall in der Stadt. Also warum eigentlich nicht, ne? Also gut, jetzt sollten wir doch bei Jonas Haus ankommen, also bei der Gegend. Denke ich jetzt mal, wenn ich die Stadt halbwegs richtig einschätze vom Aufbau her jedenfalls. Wir waren noch nie im Entertainment District, aber... Nee, warte, wir sind jetzt hier? Ah, okay, okay. Central Square is just as busy as I remember it. There are a lot of stores here. It might be a good idea to take this time to get ready. It's a good meeting place too. It's got access to a lot of different districts. The tower's off limits for now, but we can get to the entertainment district at least. Well, now that we're here, I guess, we gotta go get the intel. Did you say a friend of yours worked nearby? That's right. Over there, it's the Orbital store. I haven't seen Wendy in a while. I should probably let her know I'm alright. She's the engineer, correct? Okay, let's go. Gut, da schauen wir auf jeden Fall dann gleich mal vorbei. Ja, ich denke, hier können wir nur ruhig dahin einfach laufen erstmal. Ich muss heute mal den Part demnächst beenden. Nein, wir machen noch ein bisschen weiter, aber demnächst muss ich den mal beenden. Deswegen würde ich gerne vielleicht noch mit der Erkundung fertig werden, wenn es geht. Wenn es geht, wobei es vielleicht knapp wird. Yuna, Yuna, is that you? I'm so glad you're alright, and you brought the rest of Class 7 with you too. Hi Wendy, it's good to see you again. So to surprise you like this, we've had our reasons to keep quiet. Wow, sounds like you're caught up in some serious stuff.
I don't know what to think about this singularity stuff, but I'm just so relieved to see you home again, Yuna. I'm sure Lloyd will feel the same. Huh, that name. Ja, den haben wir schon öfters gehört. Auch heute schon. Tatsächlich, Leute, seid nicht mehr so überrascht. They were the heroes you admire so much, right, Yuna? Leute, wir hatten das Thema gerade schon um Leute herum und so. Yeah, I wonder what they're up to now. Wish I could tell you, but no one's heard from any of them for a while. There's rumors that they're still active underground, but it's all very hush-hush. Plus the security around the tower's even tighter now that the Imperial Defense Force is posted there. Imperial Defense Force? Yeah, everyone around here says they're just glorified bodyguards for Rufus. Ah, yeah. They're supposed to protect the Imperial family, so I don't know what they are doing here. It's so bad not even regular Crossbow residents can go near the tower anymore. Oh, ja gut, dann sollten wir da auf keinen Fall versuchen hinzugehen, wenn die schon nicht mehr nennen können, ha? Huh? Thanks, Wendy. I think we have a better handle on what's going on now, wobei es ja ein paar Leute geschafft haben, die wir kennen, ne? Wie gesagt. Ja, vielleicht müssen wir dann aber auch nicht mehr unbedingt da rein. Even with the SSS gone, I promise you, Class 7 will do something about this. Yuna, you've really grown up. Alright, I'll be counting on you, but drop by here if you need any help with your orbital tech, okay? Selbstverständlich, ich habe wohl keine Wahl hier, oder? Da gab es eine Konkurrenz in der Stadt, was, ja, orbale Technologie angeht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob es eine Konkurrenz gab in irgendeiner Form. Ja, aber... Ich habe nochmal bestätigt bekommen, auf jeden Fall, wir sollten nicht unbedingt versuchen, in den Turm zu gehen. Aber das wussten wir an sich schon. Hi, Dude, ich kenne wir noch, ne? Genau, mit Kopf oder Koppe oder wie auch immer. Me and Cop know that there are heroes out there. So we're not scared of any damn old war. Meow. Sounds like she does know Lloyd. Come to think of it, I remember seeing Cop around the SSS HQ. Huh? I know who? What's the SSS? Yes. Cop, knock it off! Genau, ihre Erinnerungen wurden irgendwie doch auch gelöscht oder so vom Fluch, oder? Haben wir das nicht irgendwie miterlebt? In der Opening-Sequenz? No, Cop's been kinda weird lately. But that SSS thing does sound familiar. Meow. Oh, Cop erinnert sich also noch dran. Hey, she cheered up. I wonder why she was mad before. Weil du dich dran erinnerst. This girl lost her memories of the special support section. The people who used to mean so much to her. Maybe the kids trying to knock some sense into her. Could all this be because of the curse? Stranger things have happened. This SSS inspire hopes. I can see why the Great Twilight would take offense to them. Is that really possible? Ja, Erinnerungen können wirklich manipuliert werden, wohl. That's like something straight out of Orbital Fiction, könnte man sagen. Das vergesse ich nie, tut mir leid. Orbital Fiction ist einfach ein so guter Begriff. So, und da sind wir. It's been a long time. My street. Your home is somewhere around here, isn't it? How about that? Seems like a nice, quiet little neighborhood. I can smell fresh baked bread. Shall we do, Yuna? It's your call. I'm good for now. Wirklich? I can't say I'm not tempted to go home, but I don't want to get my family in trouble. Should be able to judge if it's safe by asking other residents. Yeah, that's a good idea. Let's start with that bakery. I know the staff there, and it's a popular place, so they should have heard plenty of gossip. Sounds like a plan. Gut, dann gehen wir da mal zuerst hin. Da haben wir damals auch eine Sidequest rund ums Backen irgendwie erledigt, ne? Also allgemein kochen, eher gesagt, oder so. Oh, das war auch sehr anstrengend, ich erinnere mich noch. So ganz grob daran, so ganz, ganz grob. Wow, is that you, Yuna? And Class 7 too? Oscar, Bennett, you're back from Heimdall. Oh, you were at Vesta Street helping citizens evacuate when the Great Twilight initially began. Ach so, okay. Das ist wohl scheinbar passiert. Yeah, we managed to make it home, thanks to you guys. It's a relief to see you all okay, right, Bennett? Yes, I'm sure Lena and the others will be happy to hear that. I should get back to work. Oscar, let's talk about the new menu later, okay? Ist irgendwas los mit euch? Is Bennett okay? Don't worry, she's been like that a lot lately. Ever since I got my draft card, actually. Ah, okay, natürlich. Oh, wow. So they're drafting you into the army as well? That's a commissary, man, yeah. Probably be seeing my share of danger though. Ship out in 2 weeks. Orders is back, so it's really just a question of me stepping down. Tch. That explains why Bennett looks so upset. There's nothing I can do to stop it from happening, so I'm just going to concentrate on whatever work I can still do. How about you, Yuna? Stop by your place yet?
Lina Kenneth Nana, I've been missing you like you wouldn't believe. Komm schon, Lina, wir müssen da vorbeigehen, auf jeden Fall. Oscar, have you noticed anything different about the neighborhood lately? Like soldiers or MPs patrolling around the place more often? Huh? No, not that I can recall. The only thing I can think of that's different is that you know who moved to a new office. No, really? Huh? Worum geht's? I assume it means the new service that ran from the harbor. Ah, okay, okay, okay. Also hier in der Gegend, stimmt, hier war ja auch ein leerstehendes Haus, oder nicht? At any rate, it sounds like your house isn't marked for surveillance. Makes sense, I probably didn't think you were coming home anyway. Yeah, I'll drop by and tell my family I'm okay when we're done. Come on, why the long faces? Don't let the stuff get you down. I just finished taking a fresh batch of loaves from the oven. Go ahead and take some. Are you sure? Klar, nehmen wir gerne. Och toll, das bringt mir ja gar nichts gerade. Na gut, in Ordnung, nehme ich trotzdem dankend an, natürlich. So glad you're all okay. I'm sorry, I'm so emotionally drained. I still can't believe Oscar has to go off to war. What will I do when he's gone? I want to help. Yes, but there's nothing we can do for her. Ja, so ist es wohl leider. So ist es wohl leider. Wir müssen es einfach akzeptieren, dass die Situation hier einfach gerade nicht besser wird. Und ja, wir können jetzt da oben hingehen. Da ist jetzt das neue Büro der Zeitung. That sign. Tomaten. Huh? What the heck? Das überrascht euch doch jetzt hoffentlich nicht, oder? Crossbell News Service. This must be the place. It matches up with what we heard at the bakery. Couldn't hurt to have a chat with them while we're here. It could yield some useful information. As a newspaper, they're sure to have their finger on the pulse of current events. Alright, let's find out what they know. Ob sie was wissen. Eher gesagt, fangen wir mal langsam an, ne? Ja, mit Sicherheit, wenn sie irgendwas wissen, haben wir schon letzte Nacht in der Cutscene vor allem gesehen, so ein bisschen. Das, also, ist immer noch meine Theorie, jedenfalls, dass es damit zusammenhing, dass die Frau von, ja, der Zeitung war. There was an abandoned law office when we were here to access the Geofront. It feels completely different now. Best we not dwell on the past. Oh, sorry, I didn't see you there. Genau, wie ich es mir dachte. Please excuse the mess, we've only just moved in. We're still getting used to the new space, but it'll be up and running before you know it. Wait, you all. Reigns, are these the kids you told me about before? No doubt about it, I recognize Claire 7 anywhere. I was wondering when you guys would show up, certainly kept us waiting. Huh? Inwiefern, wovon redest du? How did you know we were coming? What's your deal? Don't tell me you're... Well, slow down, we're not part of the intelligence division, so don't worry. And it's for you, Reigns. Can't you choose your words better? It's a wonder they would be suspicious after hearing something like that. My bad. It felt like the quickest way to get them up to speed. Also, wie heißt du? Grace Lynn. Okay. Oh, well, in any case, allow me to introduce myself. Grace Lynn, writer of the Crossbell Times and journalist extraordinaire. Now about your missing instructor, the Ashen Chevalier. I've been following his career for a while now. Might be able to tell you something useful, how about it? Okay, klar, gerne, habe ich gar nichts gegen. Oh, so you must know the SSS then. Now that I think about it, I feel like I've heard them mention you before. I wouldn't even be surprised if they did. I've seen it all. The formation of the SSS, the cult incident, and even the struggle for independence. Even got caught up in Operation Birdcage 2. If I recall correctly, wasn't that the plan to shut down the SSS and the Allies? War das nicht das, ja, wo sie einfach alle im Mischelim eingesperrt wurden oder sowas in die Richtung? I never thought a regular citizen would achieve so much. I must admit, I'm a little curious about what you'd be able to tell us. It also seems to me that you have plenty of information sources. Maybe more than what a run-of-the-mill journalist should have. Oh, you flatter us. We're just good at keeping our ears open for gossip is all. Oh, you say something wrong? It's nice to finally meet you guys too, Reigns. Has taught me so much. I have to say though, stories don't do you justice. I know the SSS had high hopes for you, Yuna, but your friends have a lot going for them too. Huh, feels like you're sizing up us up just so you can write a juicy article on us later. Cut to the chase, since you're so knowledgeable. Tell us what's going on with the Singularity.
in the places where all the black Paroma grass is growing. Sorry, not really my area of expertise. After all the offices got taken over, we've been really busy moving. I haven't even gotten the chance to go out for the last week or so. However, now that Rufus is out of town, this is a perfect opportunity to start gathering some info. Richtig, it's true then, my brother really isn't Crossbell anymore. From what I can glean, he returned to the tower briefly, following the military parade at the capital. But he left almost immediately, leaving the Imperial Defense Force in his stead. I've no doubt he's got his hands full with the war effort, but there's something suspicious about his movements. Yes, that doesn't sound entirely natural. It would seem as though my brother is involved with something else on the side. I bet the Governor General is involved in matters he doesn't want the citizens finding out about. There's not a lot of proof, but I think we're onto something. Must be a journalist's intuition. Ja, ich finde schon ein bisschen offensichtlich auch so, aber nun gut, mal sehen. Thank you so much, you were super helpful. Do you object to letting us know if you find anything else? Of course not. Between you and the SSS, I feel like I could never run out of material. Maybe you could even give me an exclusive interview when you bring back the Ashen, I mean your instructor. Fair exchange, it's not robbery, am I right? For sure, we'd be happy to. Oh, wirklich? Ich dachte, jetzt machen wir uns ein bisschen drüber lustig, dass sie uns ausnutzen wollen, aber hey. Nein, okay, wenn sie uns auch sinnvolle Informationen geben, habe ich wohl nichts dagegen, ha? Huh? Habe ich wohl nichts dagegen. I think our job's done here. Great, investigation netted us some rather interesting intel in addition to learning more about the Singularity. By the way, we're only a short walk away from your home, aren't you, Yuna? Why don't we pay your family a visit? Ja, das soll wirklich, komm schon. Und ja, auch nicht alle von uns, die gerade hier sind, kennen die ja schon. Aber nun gut, ich würde sagen, bevor wir dann bei ihrem Zuhause und bei ihrer Familie vorbeisehen, beende ich hier dann erstmal den Part. Ich hoffe, euch hat diese Erkundungsfolge ein bisschen gefallen. War auf jeden Fall doch auch schon einiges Interessantes dabei. Auch wenn es, wie gesagt, weiterhin sehr, sehr langsam alles vorangeht. Das hatte ich ja schon das Thema ein bisschen. Ich wünsche mir schon ein bisschen den... Naja, das Ende des ersten Akts sehe ich mir schon ein bisschen herbei langsam. Sage ich einfach mal so, wie es ist. Nun gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.